brauche keine Munition, brauche ich auch keine Edelsteine. Das brauche ich nie. Weg, 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 weg. Weg, irgendwas wird irgendwo angegriffen. Nordosten ist okay. So, gib mir bitte diese Kiste und das Labor. So, es werden wieder weiße komische Grizzlebretter hergestellt. Die werden da benutzt, um die Kisten da zu füllen, die hoffentlich beschränkt sind. Irgendwas ist fertig. Und das beschränkt, ja. Und ich habe gerade aus der anderen Kiste genug Zeug geklaut, um genug von den Laboren zu bauen. Das ist schön. Wir bräuchten 12 Stück. Eigentlich. Aber erstmal würde es mir reichen, wenn wir, keine Ahnung, 4 oder so hätten. Warum sehen die alle gleich aus? Kiste, Ärmchen. Stopp. Kiste, Ärmchen, bumm. Bumm. So. Requester Chest, Requester Chest. So, und ihr schaut jetzt bitte an. Diese komischen Vorstufen von den Modulen, die da. Aber bitte immer nur, keine Ahnung, 20 oder so. Grün. Blau. Pink. Ja, die Pollution-Dinger, die braucht man, glaube ich. Also man braucht sie immer, diese Chips hier, wenn man das Modul erforschen will. Also man braucht Speed-Circuit-Boards, um Speed-Module zu erforschen. Aber ich glaube, manche Forschung braucht auch von jedem Circuitboard eins, um das erforschen zu können. Also machen wir einfach mal so. Shift rechts, Shift links. Zim, zim. Und mach den mal weg. Das dahin. Und setz das dahin, damit ich mir die Arbeit sparen kann. So, das heißt jetzt bessere Batterien. Nein. Jetzt kann ich Dingens erforschen. Speedmodule. Und Produktivitätsmodule. Ich glaube, ich fange mit denen hier an. Aber wir brauchten Produktivitätsmodule 3, Speedmodule 3, glaube ich, für die nächste Powerrüstung. Und die ist sehr wichtig. Damit wir uns wie Gott fühlen können und so. Und das ist wichtig. Also du. Weg, 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 weg. Währenddessen warte ich immer noch darauf, dass die ersten Iron Conduits angeliefert werden, aber da kommt nichts. Sehr schade. Na gut, verteilen wir mal weiter Strommasten. Sonst kriegen wir keine Energie von hier und können hier auch keine speichern. Also verteilen wir Strommasten und Türme. Baum, 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 baum. Das hier ist alles Kuddel. Oh. Was auch immer hier abgebaut wurde, ist hier leer. Das war Kobalt, ne? Wie Kobalt haben wir jetzt im System? Diese blauen Flocken, die 2200, ist das Kobalt? Ich glaube, das ist irgend so ein Kobalt-Derivat. Also Kobalt verarbeitet. Was auch immer. Ja. Okay. Sollte also erstmal halten. Das hier kann weg. So. Kannst auch weg. Schon haben wir mehr von den Bolts. So, du musst da weg. Und dafür wirst du hier neu aufgebaut, damit das klappt. Dann dich weg. Dich hin. Ich habe gerade aus den Kisten was rausgenommen, ne? Mist, ja. Leg dich wieder dahin, schmeiß da mal ein paar davon rein. Kiste, schmeißt das Erz da rein. So, an. Oh, Angriff oben links. Aber. Oh, da haben wir Glück gehabt. Da haben es zwei stinknormale Laser-Defense-Türme geschafft, die Gegner aufzuhalten. Was mich aber dazu bringt, hier mehr Augenmerk aufzulegen, weil wenn die einmal angreifen, greifen sie bald nochmal an. Das ist immer so Stoßtruppen-Mentalität. Die schnüffeln so ein bisschen wie Ameisen. Wenn sie finden, boah, da ist was zu essen, dann kommt der ganze Rest. Und
da. Also setzen wir hier unsere Türme hin. Flup, 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 flup. Und die müssten auch die angreifen können, wenn sie von hier in die Richtung laufen. Also der Blutspur da folgend, wenn man sie überhaupt noch kennen kann. Angriff nördlich. Das ist auch ein neuer Angriffsvektor. Normalerweise haben wir den Vektor von da nach da. Pfiu, ein Pfeil. Zack, zack. Jetzt haben wir einen von da nach da. Und wir haben einen, der irgendwie hier auftrifft. Von der Basis. Ja, macht Sinn. Schön, also wir haben 1, 2, 3, 4 aktive Basen, die uns mit Mini-Alien-Artefakten liefern. Wie schaut's mit den Defense-Türmen aus? Haben wir keine. Brauchen wir 2. Oh, und die Alien-Lampen. Die sollte ich auch mal wieder herstellen. Ich tappe hier schon eine ganze Weile im Dunkeln und das ist doof. So. Also Strom haben wir schon mal die gesamte Nordmauer entlang Richtung Westen. Oberabdeckung haben wir auch. Sowohl Bau als auch Transport. Oh, da haben wir noch mehr Kobalt. Aber ich denke, wenn diese Flocken da wirklich Kobaltflocken sind, dann reichen 2200 Kobalt erstmal. Brauche ich ja primär für die Munition, wenn ich es richtig sehe. So. Ihr seid leer, weil ihr leer seid, nicht weil ihr keine Anbindung habt. Grandiose Logik, ich weiß. Die sind leer, weil sie leer sind. So, so, so. So, so. Wundert mich, dass die Fabriken so schnell hinterherkommen mit der Produktion von sowohl den Solarpanels als auch den Akkus. Hätte ich nicht erwartet. Wobei wir vielleicht auch ein bisschen was an Reserven haben, weil ich ja doch schon einiges auch wieder abgerissen habe. Ja, wird daran wohl liegen. So, die weg. Was ist mit den Strommasten hier? Die sollten da bleiben, ne? Ja, vorerst. Bis ich mir sicher bin, dass wir überall genug Outstations stehen haben. Haben wir jetzt inzwischen endlich mal ein paar Ion-Conduits? Nö. Nicht einen. Das ist wenig. Ich denke, da ist irgendwas falsch gelaufen. Ich gehe mal wieder nach oben. Ja, die Magnete werden geschluckt, wie nichts Gutes. Das ist richtig. Und es fehlen einfach die Superkontakte. Die da. Magnete. Soll ich jetzt selber Magnete herstellen, oder was? Gleich den nächsten. Go. Ich hätte ganz gerne grüne Platten. Da. Haben wir da welche über? Nicht in den oberen Zeilen, nö. Auch allgemein nicht wirklich. Ich habe jetzt schon 4 Schmelzen abgestellt, dass sie komplett nur darauf arbeiten, grüne Platten herzustellen. Ja, 4 Schmelzen, die immer noch zu langsam sind, das ist richtig. Holz. Ich brauche Holz. Oh Mist, wir replizieren nur die Platten. Wir haben vielleicht gar kein Holz mehr? Mal gucken. Könnt ihr mich bitte irgendjemand mit Holz beliefern? Sonst muss ich loslaufen und Bäume suchen. Das wird ein wenig peinlich. Ich muss anscheinend Bäume suchen. Das sind die falschen Bäume. Die können auch mal weg. Nicht ernsthaft. So. Da ist ein Baum. Komm her. Du bist zwar ein kaputter, toter Baum, der auf der Seite liegt, aber du bist ein Baum. Ha. Aus diesem kaputten, toten Baum, der auf der Seite liegt, bitte ein Electric Furnace MK2. Danke. Die Seen müsst ihr übrigens auch nochmal aufschütten. Hat aber Zeit. Da sind Bäume. Die sind auch alle falsch. So. Was sagt unser Puffer? Ja, ist okay.
Oh, und Tore. Bei der gesamten Westerweiterung der Nordmauer haben wir keine Tore gesetzt, weil das alles mit Muster gebaut wurde. Und auch hier ist noch nicht überall alles gelb. Holzhacken. Ja, also wir sollten auch, wenn wir unseren Replicator Park aufbauen, wo ich übrigens noch keine Ahnung habe, wo der hingehört, da wollen wir die Holzplatten herstellen, damit wir keine Tree Farms brauchen. Dann sollten wir auch einen Replicator abstellen, der Rohholz herstellt. Wobei, der Basic Item Exit, der braucht Wooden Chest, und Wooden Chest können wir aus Holzplatten herstellen. Ja, okay. Also ich hätte gar kein Rohholz gebraucht. Ich hätte es auch aus den anderen Sachen herstellen können, also aus den Holzplatten. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Du, da. Mehr darf man bauen. Außerdem, wo ich gerade hier bin, schnappe ich mir mal ein paar und schmeiße ins System. Nur so für den Fall, dass Zukunftsgerüber denselben Fehler nochmal macht und denkt, er braucht Rohholz. Jo. Gut. Achso, und das hier kann alles eingesammelt werden. Sobald die Jungs mal wieder Zeit haben. Gut. So. Ah, ist das schick, wenn die Sachen so schnell gesetzt werden. Flup, 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 und eine halbe Basis steht. Sauber, 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 sauber. Stell bitte her Magnete. 37 Stück. Bauen wir unsere eigenen einen Conduits. Was ist mit den ganzen Schmelzöfen? Da unten sind sie. 5 Stück. Gut. Das heißt, wir setzen jetzt die 2 da unten, die noch nicht im Platz 2 sind. Das wird unser Problem mit nicht genügend grünen Platten wahrscheinlich nicht wirklich fixen, aber es könnte das Ganze ein wenig entlasten. So, euch weiter weg. Euch weiter weg. Damit wird das alte System schon mal Geschichte. Ja, ist doch immer schön. So. Immer noch keinen einzigen einen Conduit. Dann bauen wir jetzt halt davon welche. Und fordern weiter die an. Okay. Was noch alles? Für die nächsten Folgen. Wir brauchen mehr von den Lazy Defense Türmen. Wir brauchen mehr von den Topaz Türmen. Wir müssen weiter unser Muster hier setzen. Dann werde ich... Ja. Dann werde ich mal wirklich nachdenken und mich beruhigen. Und dafür sorgen, dass wir schneller mehr Eigenkonduits herstellen können. Das ist hier alles immer nur eine Frage der Energie, die man aufwenden möchte. Weil theoretisch könnte ich auch einfach hier noch mehr von den Schmelzdingern hinstellen. Und dann haben wir beliebig viel an grünen Platten. Und damit ich später da auch dran denke, bereite ich das jetzt schon mal vor. Und kopiere einfach das Ding hier und setze das so, 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 so hin. 4 Stück. Also wir verdoppeln jetzt gerade unsere Produktion von denen da. Ich habe allerdings keine MK2 Schmelzöpfen. So. Die kommen gleich in die Kiste. Oder ich setze die Dinger einfach selber hin. Ja, also. Ich werde dafür sorgen, dass wir genug Eigenkonduits haben, damit wir noch Outstations bauen können, damit die Abdeckung überall gewährleistet ist und ich die ganzen neuen Projekte anfangen kann. Also ein Projekt, das recht lange dauern wird, ist die kompletten Fabriken ordentlich unten neu aufzustellen. Dass alles beisammen ist, was beisammen sein muss. Also die Ärmchen alle auf dem Haufen, die Tränke alle auf dem Haufen, die ganzen Replicator-Sachen auf dem Haufen und. Das ist ein größeres Projekt. Ist aber ein optisches Projekt, also ist es nicht so wichtig. Wichtiger ist das Replikator-Projekt, dass wir die ganzen Dinger, die wir hier schon gesammelt haben, irgendwo aufstellen, in einem ähnlichen Muster wie hier, und dann Sachen replizieren lassen. Also die Holzplatten zum Beispiel. Haben wir zwar noch recht viele im System, 10.000 Stück, aber die werden irgendwann auch rausgehen.
Das heißt, Holzplatten, Resin, Rubber, sowas in der Richtung, dass wir das alles in dem Replicator Park dann herstellen. Dann bleibt immer noch die Stromversorgung, dass wir die Dinger umstellen. Ich denke, wir... Ja... Ich denke, wir nutzen die gesamte Fläche hier unten. Das heißt, dieser Block, was ein recht großer Block ist übrigens, ist dann unsere Steam Engine Versorgung. Die wir wahrscheinlich in allzu naher Zukunft gar nicht mehr brauchen, weil wir so viele grüne Solarpanels überall haben und so viele grüne Akkus, dass wir beliebig viel Strom haben. Aber wer weiß. Spätestens wenn wir anfangen, mit diesen Gottmodulen zu arbeiten, die dann, ne, alles nochmal tierisch in die Höhe treiben, könnten wir wieder Stromprobleme bekommen. Ja. Klingt alles machbar und klingt spaßig. Für mich jedenfalls. Weil ich kann mich richtig schön austoben und so eine mega Fabrik mal bauen, wie ich sie schon in den ganzen letzten Staffeln immer mal geplant hatte. Aber dann doch irgendwann abgebrochen hatte, weil wir mit dem Content durch waren. Aber bei diesem Modpack mit dem Content durch sein, dauert ja eine Weile. Also bis denn.